Und da sind wir wieder. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Diesmal geht es jetzt zur Erde, also Element, Erde, Stein, wie auch immer sich da schimpft. Auf jeden Fall ist das der letzte Tyrant, den wir jetzt hier wiederbeleben müssen. Dann sind wir ja grün. Also nicht Wind, Feuer, Eis, Blitz und Stein. Dann sind wir das fünfte Element, und zwar Blatt, ne? Blatt müsste es sein. Ah ja, wie auch immer, aber wo ist unser Tyrant? Ich vermute mal, der Tyrant würde Omikron sein. Bitte nicht spoilern, aber ich vermute mal, das wird jetzt, ja, interessant zum Schluss. Deine Seele sollte bei diesem riesigen Krater sein. Wollen wir ihn erkunden? Yep. Let's go. Den letzten Tyranten. Ich hätte nie gedacht, dass wir so schnell hierhin zurückkehren. Ja. Ich frage mich, wie es den Jägern geht. Vardus hat sie höchstwahrscheinlich arbeitslos gemacht. Wie auch immer, Petrams Seele muss in der Nähe des Kraters im Osten sein. Osten. Geht's ja bloß nach oben. Okay, gut. Moment mal. Ich muss mal mein Team anschauen. Ja, das habe ich mir schon so gedacht. Nochmal zurück kurz. Müssen unser Team noch heilen. Nein. Das ist der falsche Laden. Sorry. Das war jetzt nicht mit Absicht. Genau. Man könnte ja natürlich die Zeit nehmen und Nexmons leveln, aber das tue ich nicht, weil die Story mir doch eher wichtiger ist als alles andere. So, mal unseren Team bearbeiten, und zwar, er ist ja schon 42, ich würde gerne noch weitere leveln, das wäre sehr toll, wenn das gehen würde, ja. Immunity, ja, hier noch mehr Schutz, genau. So, dann möchte ich nämlich den nächsten Nexomon nehmen, der dann XP bekommt, um aufzusteigen. Ja, genau, sie. Genau. Das volle Programm. Warum nehme ich nicht das? 7 gegen 8%. Kopiert 8%. Ach so. Kopiert. Nee. Was macht denn das? Kopiert. Ah. Gut. Wollte ich noch wissen. Ja, dann leveln wir den hier zwischendurch, wenn wir in den nächsten Kampf kommen, und ab nach Osten, ne? Wenn Kämpfe sind, nehmen wir gerne an. Steine nehme ich gerne mit. Osten. Das war Gefängnis, nicht Osten. Okay, dann müssen wir, glaube ich, muss ja erstmal schauen. Erstmal rechts und dann nach oben. Ich bin mir nicht sicher. Wo geht's hier hin? Und dann, glaube ich, nach Osten, ne? Irgendwie so östlich. Hier? Ich glaube hier. Ja, genau. Nehmen wir wieder alles mit. Ja. Alles mitnehmen, was geht. Oh, da ist noch was. Ja, ekelhaften Donut, der ja nur hunderte hier rumfliegt. Okay, wir sind hier durch. Und wir laufen weiter nach. Was ist das denn? Das ist nicht richtig. Oh, Leute, wo müssen wir hin? Bin ich jetzt völlig lost.
Ach, Osten ist rechts. Ich bin doof, ne? Manchmal bin ich doof. Sorry. Das liegt an meiner Inkompetenz-Reihe, weil ich nicht nachgedacht habe. Ich bin noch ein bisschen gedamaged. Ja, los, komm. Let's go. Zeig mir, was du kannst. Genau. Ah, was das denn da schön ist. Ja, alles. Meine sind besser als deine, auf jeden Fall. So, jetzt hast du Wurm dran, ne? So wie es sich gehört. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Mhm. Hast du sehr fein gemacht. Kriegst auch eine Belohnung. Kusch dich, kusch dich. Nein, bam. Ach, echt jetzt? Jetzt muss er den hier bringen. Okay, na los. Blümchen dran, aber er ist schon weg. Schade. Gut, habe ich hier irgendwas, womit ich mich wieder... Nee, okay. Einmal so. Ja, genau, Wechsel. Hast du fein gemacht. So, direkt 150 Ausdauer reingeballert. Und wir sind jetzt stark genug für diesen Kampf. Los. Was demotiviert? Wie kannst du nur? Jetzt muss ich dich austauschen. Weil du keine Lust mehr hast. So, jetzt muss ich einmal wieder Herstellung machen, dass ich auch geheilt werde nach jeder Runde. Dann probieren wir mal Zornflut aus. Ja, okay. Macht ordentlich Schaden, ja. Aber ich glaube, Frostbiss macht es besser. Ja. Ja. Eingefroren. Kannst du ihn nicht mehr bewegen. Sehr gut. So. Besiegt. Sehr gut. Nice. Direkt von 16 auf 18 gestiegen. Ja, das lese ich nicht vor, weil brauchen wir nicht. So, jetzt muss ich nochmal zurückrennen, Heilung holen, bla und bli und blub. Ist hier jemand ein Heiler? Sorry. Das war keine Absicht, das ist männlich und macht einen außen. Ach Mensch, was erzähl ich denn da? Macht einen nix vor. So. Heilung war da hier, ne? War da hier auch? What a heal? Ja, what a heal. Ich habe das Gefühl, wenn ich anders grüße, hat keiner Lust mehr, dieses Video anzuschauen. Muss jeder für sich wissen. Ist mir egal. Hauptsache, mir macht Spaß. Wenn es Leuten nicht gefällt, so einen langweiligen Videos anzuschauen, ja, dann tut es mir leid an der Stelle. Für mich persönlich ist das nicht langweilig, denn für mich ist es immer noch spannend, die Geschichte hier fortzusetzen. Ne? Also. Ah. Man muss aufpassen. Ich muss dahin weiter. Okay. Habe ich noch den Spree drin? Ich bin nicht sicher. Ein Moment mal, bevor wir weitergehen. Ach, shit. Stimmt, der ist ja noch nicht mal echt. Das Haus mal nicht. Das Haus ist nicht echt. So, sind wir. Sind wir hier immer noch eingefroren? Hier vielleicht rein, ne? Ist das hier richtig? Ich bin mir nicht sicher. Sieht auf jeden Fall aus, als sei ich hier noch nicht drinne gewesen. Ja, da ist eine kaputte Tür.
Da ist eine kaputte Tür. Ich weiß nicht, für was diese Sterne sind. Keine Ahnung. Kann ich damit die nächste Mon noch verbessern? Noch weiter verbessern? Noch viel schöner machen? Noch stärker machen? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Ach nee. Kann ich hier nochmal Schätze holen? Dann flink die Tür nochmal. Ja, warum nicht, ne? Nehmt nochmal Münzen mit. Finde ich gut. So wird man reich und nicht anders. Hätte ich nicht gedacht, dass man... Rabattgutscheine, oh. Was ist hier drin? Begleiter. Du hast ein Tribut des Minerals gefunden. Oh. Aber was ist mit den anderen Schätze hier? Das ist doch richtiger Schatz. Gib mir das. Ich weiß nicht, warum das offen war. Ja, keine Ahnung. Kann uns egal sein. Hauptsache, wir haben was. Hm. Aktualisiert sich anscheinend jedes Mal. Finde ich gut. Aber wie oft kann ich das machen? Da muss ich mal reinschauen. Inventar. Wo haben wir den Schlüssel? Oh, ich glaube, das war der letzte Schlüssel gewesen. Oh, oh. Ja, das war der letzte. Es wird gesagt, dass diese die Chance verbessert, sehr eigenartig den Nexomon zu finden. Also. Okay, dann weiter nach Osten. Ein Bombenkrater. Warte, sollte Petrams Seele nicht hier in der Mitte sein? Glaubst du, jemand hat ihn gefällt? Dann kann er nicht allzu weit weg sein. Ich glaube, er, der wird für immer, vielleicht verurteile ich das, aber es sieht für mich aus, als sei das völlig unmöglich. Den zu finden. Moment mal. Oh, wo gerade nach oben hin. Ja, der wurde gefällt. Hey, das ist der Baum. Die Gilde hat ihn vom Krater weggebracht. Na super. Leute, was macht ihr da? Was zur... Was machst du denn hier? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du diese Mission zugeteilt wurdest. Welche Mission? So ein gruseliger Baum fing an, in der Mitte des Kraters zu wachsen. Niemand wusste warum, also sind wir gekommen, um ihn zu holen. Können wir ihn berühren? Natürlich nicht, er könnte gefährlich sein. Oh mein Gott, ist sie doof. Wir wollen nur helfen, hast du keine Arbeit für uns? Etwas, das es uns erlaubt, den Baum zu berühren vielleicht? Du fasst diesen Baum nicht an, verschwinde! Was? Okay. Und was jetzt? Ich glaube, die Gilde hat Angst vor den Jägern. Vielleicht denken sie, sie wollen den Baum stehlen. Nun ja, Lateria würde diesen Ort gerne plündern, wenn sie könnten. Nun, warum sorgen wir nicht dafür? Lass uns ein paar Jäger anheuern und diesen Ort überfallen. Was? Bist du dir sicher, dass wir die Guten sind? Wir sollten mit Laterias Chef sprechen und ihn zum Hilfe fragen. Um Hilfe. Was sagst du? Zurück nach Lateria? Ja, komm.
Mach mal so. Überfallen wir diesen Ort. Genau. Kennst du noch den Weg zu den Baracken? Die sind südlich von hier. Dort können wir Jäger anheuern, um den Baum zu stehlen. Ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht. Aber okay. Ich gehe mal darauf ein. Und dann werden wir alle gehasst. Okay, hier nicht. War er hier? Die Renten können es nicht mit uns aufnehmen. Er braucht schon die Gelder, wenn es hier wahre Krieger gibt. Ja, ich habe die Neuigkeit gehört. Du bist jetzt einer von uns, oder? Mit diesem hübschen laternischen Siegel wirst du sicherlich gute Angebote in unserer Stadt bekommen. Okay. Aber hier war ich noch nicht. Aber hier scheint keiner drin zu sein. Hey, dein Essen wird kalt. Hallo. Wie geht es Ihnen? Haben Sie schon alles geplündert, was zu plündern gibt? Anscheinend schon. Tschüss. Oh, ist dieser Raum verschlossen oder ist er offen? Oh, schade. Total gesperrt. Oh, du bist jetzt einer von uns. Warum schmeißt du das Gildenabzeichen nicht einfach weg? Was zum Teufel stimmt mit denen nicht? Okay, oh, alten Tyrannen, bla bla bla. Ich weiß gar nicht, jetzt müssen wir mal im Tagebuch schauen. Ja, wow, kenne ich schon. Nebenaufgaben. Lächerlich. Ja, super. Muss ich jetzt nach unten gehen? Oder wie ist das jetzt gemeint? Hier kommen wir doch gerade her. Kein Hinweis drauf, wo ich jetzt hingehen soll, oder was? Hier. Oh, ich bin richtig. Ist das nicht Diesel? Ja? Was bringt dich hierher? Ich hätte gedacht, du feierst eine Party mit deinen Freunden von der Gilde. Du weißt schon, weil euer Vados uns die ganze Arbeit abnimmt. Wir brauchen eure Hilfe, um etwas vom Außenposten der Gilde zu stehlen. Warte, was? Ich kenne diesen Außenposten. Aber warum schlagt die sowas überhaupt vor? Das ist doch unehrenhaft. Das geht gegen jedes Prinzip, das wir seit Jahren... Wir bezahlen euch. Diese, mein Freund, du magst wie ein Gildenthemmer aussehen, aber tief im Herzen bist du ein wahrer laterianischer Jäger. Also wann schlagen wir bei diesen Gildennarren zu, So bald wie möglich. Wir müssen ihnen diesen Baum wegnehmen. Ihr wollt einen Baum stehlen? Ja, das sollte machbar sein. Dann brauchen wir eine Menge Männer, die sich dazu bereit erklären, die Gilde anzugreifen. Ich werde den Überfall ausarbeiten. In der Zwischenzeit solltet ihr mindestens 6 Söldner rekrutieren. Schafft ihr das? Geht zurück zur Stadt und überzeugt genug Männer, diesen Job zu machen. 6 Jäger. Das mag nicht günstig sein, aber es ist die einzige Möglichkeit, an diesen Baum zu kommen. Lass uns die Stadt erkunden. Ich wette, wir finden eine Menge Interessenten. Ja, ihr wisst schon. Hier, den da, Punker. Los.
Wer vom Häuptling einen Laternenschen Jäger bekommt, wird unsere Stadt ganz anders behandelt. Es beweist, dass du stark und vertrauenswürdig bist. Ja, danke schön. Die Gehörnete haben vielleicht ihre Unterschiede, aber wir alle wollen genau dasselbe, glaube ich. Die Ratten zu besiegen und die Tollwütigen nächstes Mal zurückdrängen. Ja, wow, danke. Häuptling hat den Ne, fein, ich werde dich nicht belästigen. Oh mein Gott. Oh, kennen wir uns nicht aus mit dir oder so. Bla bla bla, meine Güte. Ist nicht das, was ich gerne hören will, aber okay. Ja, sie ein bisschen von ja. Oh, du bist ein. Ja, besiegt hat. Ich erinnere mich jetzt. Nadian könnte. Echt jetzt? Warum ist es so schwierig, Leute zu finden? Muss ich überhaupt hier oben hin oder muss ich eher nach unten hin? Okay, hier ist. Sechs Leute zu rekrutieren. Oh mein Gott. Der hier vielleicht? Was? Eine Ausbastel-Gilde überfallen? Das wollte ich schon immer mal tun. Deshalb helfe ich euch gerne. Wisst ihr was? Ich mache es sogar umsonst. Ich bin dabei. Krass. Wir haben noch immer nicht genug Leute für die Action. Wir brauchen insgesamt sechs. Lass uns weitersuchen. Ey, brauchst du nicht direkt Söldner nur sagen? Insgesamt sechs. Okay, die Leute mit den Sternen über dem Kopf. Die zählen. Gut, dann wollen wir bloß rumlaufen und suchen. Ja, genau, da haben wir noch einen. Ihr wollt mich für einen Überfall anheuern? Uff, nun, eigentlich kein Problem, aber ich habe momentan kaum Items. Ich brauche ziemlich viele Tränke, Äther und so. Wenn du eine gute Arbeit erlegen willst, es wird ein kniffliger Kampf werden. Mhm. Super Elixier und super Wiederbelebung. Ach du meine Güte. Mal kurz kaufen. Super und super. Super und super und super. Okay. Muss ich mal gucken, wo der Laden ist mit super und super und super, 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 super. Super, super, super und super und super und super. Vielleicht kann man den auch noch offen lassen. Mitch, mach Platz hier. Blöde Wache. Blöde Wache, geh weg. Okay, der braucht nur super das, super dies. Super und super und super, super, super. Hier, super und super. Bla bla. Lass mal sehen. Bla bla. Irgendwas fressen. Sorry. Bla bla bla. Zeig mal. Ist nicht das, was ich haben wollte. Hätte auch nur Müll. Okay, den hier rekrutieren. Überfall, ihr habt Nerven, mich zu fragen. Ich bin einer der besten Jäger hier. Meine Dienste sind nicht günstig. Ja, hier, nimm mal. Na gut, versprochen. Du kannst dich glücklich schätzen. Du hast gerade einen der besten Jäger aller Zeiten angeheuert. Mhm. Wir haben noch immer nicht genug Leute für die Action. Wir brauchen insgesamt... Mann, sei still. Ich mach doch schon. Wir brauchen noch zwei Super-Items. Platz hier. Wir brauchen noch zwei Super-Items. Lalalala. Mal gucken, ob ich hier was kriege an Super-Items. Hallo, ich brauche ein paar Super-Items. Super Duper einmal. Ja. Und Super Duper Dubidubidu. Gut, davon könnte ich auch noch ein paar mitnehmen für mich so. So, ja. Ja, ciao, V. So, und dann laufen wir wieder zurück zu den einen Typ. Da ist noch einer. Was will der haben? Ich soll euch helfen. Ich gehe gern dorthin und kämpfe gegen die Gilde, aber ich würde auch gerne ein paar Nexomon fangen, wenn ich schon mal dabei bin.
Ein paar nette Nexo-Traps wären ziemlich praktisch. Kann ich das? Ja. Bitte schön, da hast du deinen Nexo-Kram. Ihr habt alles, was ich brauche. Super. Na gut, ich komme mit euch. Lass uns den Außenposten überfallen. Yep. Wir haben noch bla 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 bla. So, genau, wieder zurück. Den einen auch noch anheuern. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich schon angeheuert habe. Keine Ahnung. Ich habe nicht gezählt. Ihr könnt ja gerne selber zählen, wenn ihr das möchtet. Wo muss ich hin? So, ist nicht richtig, ja. Da. So, können wir jetzt? Ja, genau. Super. So, wie viel fehlen noch? Ja, insgesamt 6 ist mir klar, aber wie viel fehlen dann noch? Kann ich das irgendwo lesen? Ich glaube nicht. Oder doch? Der Backup-Plan, Tyranten. Ja, super. Okay. Nein, da jetzt nicht rein. Schaue ich mich mal hier noch ein bisschen um. Kuschtig. Da ist noch jemand. Seid ihr verrückt, die Gilde bekämpfen? Schaut mal, ich werde nicht kämpfen, wenn ich nicht weiß, ob ich auf einen Mitstreiter zählen kann. Beweist mir eure Stärke, dann kämpfe ich bei euch. Okay, kämpfen. Dann kämpfen wir mal. So, sehr gut. Und weiter geht's. Ja, also das hier kann wieder sehr lange dauern, weil ich nicht hundertprozentig weiß, wie lange. Aber ich glaube, ich werde irgendwo einen Cut machen. Das soll dann morgen weitermachen. Weil die Zeit drängt bei mir schon wieder. Was? Er ist müde. Okay, warte. Ist nicht mehr. Aua. Lass das doch mal. Der will mir ernsthaft Schaden zufügen. Das ist nicht nett. Er hat ihn getötet. Er hat ihn getötet! Ich flipp gleich aus, Alter. Er hat ihn getötet. Er hat ihn ernsthaft getötet. Ah! Nein, das war falsch. Na, Gott sei Dank hat er gewechselt. Oh. Nicht so effektiv, wie man denkt. Auch nicht. Nein, Leute. Ernsthaft? Hat er den wieder zurückgeholt?
Schwach. Der will mich auch einfrieren. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. 57. Energiestoß. 95, 20 Stärke, 5 Ausdauer. Ja. Ja. Also. Was nehme ich dafür weg? Na, verhext weg. Wiederherstellung. Ja. Wie viel? 5 Ausdauer kostet. Auszuweichen. Ausweichen. Auch kein Ausweichen. Totaler Quatsch. So, stark genug? Oh, nicht schlecht, du bist stark. Ich denke, ich kann euch meine Kraft zur Verfügung stellen. Na Gott sei Dank. Immer noch nicht genug Leute. Ja, 6 Söldner. Ja, ich habe nicht gezählt. Sorry. Okay, dann gehen wir mal heilen. Das war ein ziemlich harter Kampf. War ziemlich harter Kampf. Und ich mache hier, sorry, an der Stelle einen kleinen Cliffhanger. Und machen dann eventuell morgen weiter mit den letzten Tyranten. Nicht vergessen, ja, falls du noch nicht gemacht hast, gerne meinen Kanal abonnieren. Glocke aktivieren nicht vergessen. Und falls dir die Folge gefallen haben sollte, gerne ein Däumchen nach oben lassen. So. Und wir sehen uns am Morgen in der nächsten Folge von Nexmon Extension Story. Ciao mit V. Tschüss.